Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Diesmal wieder ein ganz besonderer Leckerbissen und zwar macht zurzeit ein ziemlich krasser Assassin die Runde und ist damit auch sehr erfolgreich und den möchte ich euch mal vorstellen. Der macht mir insbesondere sehr viel Spaß. Hier gehen wir mal Schritt für Schritt die ganze Sache an. Wir haben hier die grausame Feuerblüte, ja, selten gesehen. Doch diesmal kommt sie endlich mal wieder zum Einsatz, finde ich auch wirklich gut. Die können wir dann auch durch eine Kreatur ziehen und das ist natürlich der Goblin-Laurer. Damit können wir die immer wieder auf die Hand holen und mit ihr ganz wichtige Kombinationen starten. Zum Beispiel wollen wir mit der grausamen Feuerblüte den Balmora Meisterspion ploppen lassen. Bei ihm ist es so, er hat letzter Atemzug und beschwört eine zufällige Kreatur, deren Kosten weniger betragen als seine Max-Magicka oder ihr entsprechen. Er hat mir schon ziemlich den Arsch retten können, zum Beispiel 12. Magiker-Runde. Ich lieg hinten, ich werde komplett bedroht vom Feind und ich habe nur noch ihn. Lass ihn ploppen durch grausame Feuerblüte und was kommt raus? Der eiserne Atronach mit 12-12 und der Gegner kam nicht mehr durch. Dementsprechend konnte ich ihn absolut fertig machen. Solche Kombinationen sind halt Bombe. Ich habe ihn leider nur zweimal, macht ihn ruhig dreimal ins Deck, schadet auf jeden Fall nicht. Okay, Feuerblitz, wir wollen halt einfach mal ein bisschen Kontrolle und wir können ihn damit auch noch vernichten, wenn es sein müsste eben mit dem Feuerblitz. So, Diebesgilden-Rekrut, immer wieder gut, wir ziehen halt eine Karte nach. Und falls es ein Tazcat ist, oder ein Indoril oder eine Eclipsen-Baronin. Da freuen wir uns dann natürlich, denn die kosten dann zwei weniger. Die kreischende Harpie. Wir wollen ein bisschen was fesseln. Kriegergilden-Rekrut, Verteidigung. Wir sehen ja Midrage-Deck. Dolchsturz-Magierin schadet nie bei so einer Sache, weil wir dann auch noch ein bisschen durch den Foliant der Veränderung Karten nachziehen können. Hausgenosse, auch eine sehr wichtige Karte. Wir haben hier allgemein recht viele letzten Atemzüge drin. Das hat mir damals bei Hearthstone schon gut gefallen mit dem Death Rattle. Da hatte ich immer ein Death Rattle Deck. Und letzter Atemzug, weil wir auch eine Legendary haben, mit der wir es dann auch ploppen können. Zu der kommen wir dann gleich. So, Telvanni Arcanist, ganz klar. Wir bekommen eine zufällige Aktion auf die Hand und oftmals war es richtig coole Sachen, die mir wirklich geholfen haben im Spiel. Deswegen feiere ich diesen. Blitz, logisch, Deschanrächerin wieder, letzter Atemzug. Und das Gute ist, sie kotzt dann halt nochmal so eine 3-3er Deschan-Schleicherin aus. Und dann hast du halt immer noch eine Kreatur auf dem Feld. Und das ist ziemlich cool. Der flüchtige Intrigant, Karten nachziehen. Und wenn der stirbt, dann können wir später für Lau, wenn wir den eben ziehen, nochmal eine Karte nachziehen. Und haben eine Kreatur auf dem Board. Ich feiere ihn. So, die Königin Barentia. Wenn wir Glück haben, können wir da eine ganz gute Kombi starten, indem wir ein paar Kreaturen raushauen und dann diese als Mauer benutzen, um ja, die Königin zu beschützen. Und wenn wir dann mit ihr angreifen können, haben wir natürlich gute Chancen, um erstmal sehr viel Damage zu machen und zweitens Leben zurückzubekommen. So, der Sadras-Agent, auch selten gesehen im Spiel. Hat Wächter und letzter Atemzug und kotzt halt eben so eine 2-1er Grammfeste Wache aus und dann hast du halt nochmal Schutz auf dem Board. So, Brynjolf, Entzug und wenn eine verbündete Kreatur Dieb oder Entzug einsetzt, erhältst du in diesem Zug eine Magicka. Ist ganz nett, ist okay, ich habe ihn jetzt auch drin, weil er Entzug hat und für 5 Magicka 4-5 ist eine super Sache und schadet auf jeden Fall nicht. So, der Necrom-Drahtzieher zweimal im Deck, weil wir die letzten Atemzüge auslösen wollen. Sprich, wir haben einen Telvanni-Arkanisten und einen Hausgenossen auf dem Board und müssen dann eigentlich nur noch den Drahtzieher spielen und schon werden ihre Effekte ausgelöst, ohne dass sie sterben müssen. Und wenn sie sterben, dann lösen sie den Effekt noch einmal aus und das ist schon ganz cool. Die Eclipsenbaronin bei Beschwörung, also Beschwörung und letzter Atemzug jeweils, ziehe eine Karte und verringere ihr Kosten um 2. Das lässt sich natürlich auch super auslösen durch den Necrom-Drahtzieher. Indoril Erzmagier, auch eine sehr wichtige Karte für das Deck, hat mir auch wieder sehr auf den Arsch gerettet, weil er erstens, wenn er an ihm vorbeikommen wollen möchte, dann muss er die halt
silenzen. Ansonsten funktioniert es nicht, ansonsten kommt er nicht vorbei. Und mehr als 6 Leben haben die meisten Kreaturen nicht. Und wenn du da mal belagert wirst, dann kannst du die ohne Probleme wegmachen. Außerdem kannst du das ploppen lassen, indem du ihn einfach opferst. Und die grausame Feuerblüte dann einsetzt, eben um den Nidorill zu töten und die ganze Seite halt eben auszulöschen. Hab ich gemacht, hab ich gesehen und hat mir gefallen. Und der Tatzkart am Schluss nochmal die letzten Leben wegballern. Immer wieder gut und wie gesagt, der kotzt ja auch so ein 4-4er Durzog aus und dann hast du direkt nochmal was auf dem Board. Also ihr seht, es ist ein mächtiges Deck und mit dem Deck kann man wirklich Sachen machen und vor allem ranken ist das sehr, sehr gut. Also das wird eins meiner Decks, mit denen ich so weit kommen möchte im Ranked und es mir auch sehr viel Spaß macht. Okay, Leute, wir wollen das Deck testen. Bis gleich auf dem Schlachtfeld. So, mal sehen, was wir reißen können. Das ist eigentlich als Starterhand gar nicht so schlecht. Wir können uns verteidigen, können aber auch etwas aggressiver gehen. Und ein paar Kreaturen aufhalten. Hört sich gut an. Jawohl, Diebesgildenrekrut ist immer ein super Anfang. Der Nacht wird uns leiden. Ja, dann können wir ihn eigentlich auch getrost links spielen, ne? Immer gut. Okay, Diebesgildenrekrut for the win. Ziehen eine Karte nach. Ist leider kein Tazgat. Aber über die Dolchsturzmagierin möchte ich mich auch nicht beschweren. Die ist jetzt eigentlich in der dritten Runde ziemlich geil. Die würde ich dann wahrscheinlich auch im Schatten spielen. Weil der soll hier ruhig ein bisschen mir Schaden ins Gesicht machen. Desto mehr kann ich ihn dann auch belagern. Da komme ich eh nicht vorbei. Give a fuck. Give a fuck. Mach halt Sachen. Okay, Hausgenosse macht am Anfang gleich einfach etwas mehr Schaden. Deswegen erspiele ich ihn. Dann als zweites, wenn wir nichts Besseres ziehen, dann schon eher die Dolchsturzmagierin. Oder wenn er irgendwas sehr Blödes spielt, dann könnten wir uns eigentlich auch mit der Diebesgildenrekruten verteidigen. Das wäre auch nicht schlecht. Okay, for the win. Und Dolchsturzmagierin, dann können wir hier eigentlich schon ein ganz gutes Board aufbauen. Der würde dann noch einmal Schaden fressen durch ihn. Und wir bekommen durch sie dann eben den Foliant der Veränderung. Wir könnten dann eine vielleicht schwache Kreatur dann nochmal ein bisschen ausrüsten und stärker machen. Mit sowas ist es natürlich richtig doof, wenn er kommt. Dann können wir gar nichts von dem machen, was ich gesagt habe. Aber wir können uns verteidigen, indem wir Zadras spielen. Oder wir machen sowas hier und können gleich zwei Kreaturen raushauen. Das ist natürlich auch ganz gut. Wenn er jetzt noch einen so einen Schwur-Spitzendrachen hat, dann ist es natürlich richtig doof. Dann würde er es eigentlich auf den hier einsetzen, könnte hier einfach reingehen und er würde halt immer noch überleben und hätte dann schon zwei Drachen draußen. Hat er aber nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jawohl. Das sind gute Aussichten. So. Der wird natürlich sehr nervig, den müssen wir loswerden. Leider. Leider müssen wir unseren Feuerblitz einsetzen. Ansonsten wird er uns ziemlich auf die Nerven gehen. Und den werden wir jetzt einfach fesseln, damit er unsere Hausgenossen nicht so einfach los wird. Dann können wir nämlich mit ihm noch ganz guten Schaden machen. Das wären dann 8 Schaden insgesamt. Dann hätte er nur noch 10, die würden dann nochmal 3 Schaden machen und schon hätten wir das eigentlich ganz gut. Also wir haben jetzt natürlich sehr viel Glück, eher sehr viel Pech. Aber so ist das Leben, ne, Leute? Mit dem. Wir könnten also den Feuerblitz einsetzen. Lasst mich kurz rechnen. Ja, das würde eigentlich alles ganz gut passen. Wir setzen einfach den Feuerblitz ein und es würde noch genug übrig bleiben für jeweils den Diebesgildenrekruten und Sadras.
Die Verteidigung brauchen wir. Diebesgildenrekruten, den müssten wir dann halt eben links spielen. Ne? Das wäre halt eine Sache, die wir müssten. Okay. Was haben Dann wir da denn spielen wir den hier? einfach mal links, gucken mal, was wir da bekommen. So. Machen solche Sachen. Gehen natürlich jetzt erstmal direkt ins Gesicht und hoffen mal, Viel dass er keine zu einfach. Prophezeiungen hat. Viel zu einfach. So, jetzt können wir richtig gut aggressiv sein und verteidigen uns noch ein bisschen, dann kommt er da nicht so ganz gut durch. Zu mir. Und jetzt sehen die Chancen natürlich ganz gut aus. Was jetzt das Beste wäre, wenn wir unsere Legendary ziehen. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Jedenfalls könnten wir dann deren ihre Effekte einfach mal ploppen lassen. Und das wäre natürlich genial. Damit würde er dann 6 Schaden fressen und dann bräuchten wir eigentlich nur noch 4 zu machen. Und die hätten wir mit dem Blitz. Ei, ergebt euch. Das ist wiederum wirklich sehr schlecht für uns. Er hat sie alle verstummen lassen. Spürst du eine Klinge? Das ist ein Ihr herber kämpft Rückschlag. gut. Spürst Das du ist ein eine richtig Klinge? herber Rückschlag. Spürst du eine Klinge? Das ist richtig bescheuert. Okay. Dann los. Wir brauchen Meine jetzt auf Zeit jeden ist Fall was, was kostbar. Action macht. Er kam jetzt einfach ewig zu spät. Weil hätten wir den. Ich wäre der eine Runde später gekommen. Mit den einsetzen können, wäre die Sache sowas von Spürst du eine Klinge? gegessen. Gebt euch oder sterbt! Aber okay, wir können hier immer noch 5 Schaden machen. Können wir nicht. Das können wir nicht. Lauere in den Schatten Wir könnten aber Orphans. ihren Effekt noch einmal auslösen und noch einmal. Also wir würden 2 Karten nachziehen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Wir könnten aber auch Indoril einsetzen. Mit Indoril würden wir das Board ganz gut clearen können. Wenn er ihn aber ganz easy verstummen lässt. Dann wäre die Sache natürlich auch schnell vorbei. Okay. Wie gesagt, wir könnten jetzt den Necrom-Drahtzieher spielen, würden 2 Karten nachziehen. Gut. Dann hätten wir immer noch genug Magiker, um mit denen 2 Sachen Sachen zu machen. Mit denen 2 Karten Sachen zu machen. Das wäre eine coole Möglichkeit. Wir könnten aber auch die Deshan-Rächerin spielen und dann nochmal den Necrom-Drahtzieher und dann nochmal reingehen, würden sehr viele Karten nachziehen. So, mit Indoril hätten wir aber eine gute Möglichkeit, falls er kein Verstummen hat, die wegzubekommen und gleichzeitig dann nochmal Schaden zu machen. Also das wäre halt eben das Klügste, was wir machen können. Das Doofe ist natürlich, wenn er jetzt verstummen hat, dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Aber manchmal muss man Risiken eingehen. No risk, no fun, wa? Meistens sind die bei sowas sehr schnell. Hätte er verstummen, hätte er es bereits eingesetzt. Außer er rechnet noch. Aber er setzt schon zum Angriff an. So läuft das. So, jetzt wird er sich hier wahrscheinlich verteidigen. Ich meine, wir können den Effekt immer noch ohne Probleme auslösen, könnten also ganz Der gut Karten Wald ist nachziehen. mein Mantel. Wir ziehen immer noch eine Karte, das ist schon ganz gut. Okay, er greift auch nicht an. Der ist da vorsichtig, ich merke das schon. Okay, jetzt könnten wir aber ganz schön viele tolle Sachen ploppen lassen. Ich eile wie der Wind und die Schatten Okay. beschützen mich. Wir hauen erstmal. Lasst mich kurz rechnen. Da reicht natürlich die Magicka nicht ganz. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Ich liebe einen guten Kampf. Aber okay. So, er könnte uns recht viel Schaden machen. Wir haben aber auch ganz gute Prophezeiungen, mit denen wir auch Sachen machen Ich können. liebe Okay. einen guten Kampf. Ich würde ihn lieber in der nächsten Runde spielen. Das wäre für
stehen hier auch vor allem deutlich besser für den Balmora Meisterspion, weil wir dann einfach eine krassere Kreatur aufs Board bekommen können. Ich bin gespannt, was er macht. Ob er angreift. Bin ich sehr gespannt. Ihr müsst gereinigt werden. Den hier? Natürlich. Ich werde den Hist beschützen. So, er beschützt sich. Okay. Wir können jetzt auf jeden Fall mehrere Effekte ploppen lassen. Das ist ganz gut. Dann los. Meine Zeit ist kostbar. Damit rechnen die nicht. Wir spielen diese Wiese aus. Haben jetzt noch den Kriegergilden-Rekrut bekommen. Das ist super gut. Den würde ich sogar ausspielen. Weil wir die links nochmal besser beschützen können. Okay, machen wir es so. Hier wird er natürlich erstmal gut aufräumen können, aber wir haben noch ein paar Kreaturen im Schatten und links hat er auch noch ein bisschen was zu tun. Aber der geht unbeirrt ins Gesicht. Jawollo. Die wichtigste Karte wird erstmal gefesselt. So, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Okay, klar, hier kann er noch angreifen. Hier müsste er gucken, ob er die irgendwie wegbekommt. Ansonsten muss er hier mit irgendeiner Karte rein. Lass die Tür auf, bitte. Hier ist schon richtig warm. So, wie ich es mir gedacht habe, jetzt entscheidet er sich doch eher, sich zu verteidigen. Das ist natürlich sehr positiv für uns. Was gut wäre, wenn wir unsere Opferkarte ziehen und Indoril dann opfern können, um die ganze Reihe auszulöschen, dann hätten wir eigentlich freie Bahn. Das wäre ganz gut. Und hier räumt er natürlich auf, ganz klar. Aber dadurch sind halt seine Kreaturen dann auch ziemlich kapeister. Hier müssten wir mit denen reingehen, hätten dann hier aber freie Bahn und könnten dann mit dem Blitz die ganze Sache eigentlich zu Ende machen. Jetzt bin ich aber immer noch gespannt, was er tut. Okay, das ist kein Problem. Er kann davon so viele rufen, wie er möchte. Geht mir so ziemlich am Arsch vorbei. So, jetzt machen wir sowas hier. Nochmal zur Sicherheit. Und kommt, tanzt mit eurem Tod. Ciao. Wir machen sowas hier. Dann ist diese Hiese noch im Schatten. Gehen hier rein. Hier rein. Das Unerwartete. Ein feiner Kampf. Bam! Hättet ihr damit noch gerechnet? Ha! Ich nicht. Doch, ich hatte Vertrauen auf das Herz der Karten. Der Goblin-Lauerer am Anfang ist wirklich sehr gute Schadenrechnerin. Rechnerin. Die ist gut in Mathe. Die lassen wir erstmal weg. Genau, nach dem Diebesgilden-Rekruten, nach dem habe ich gesucht, nach dem Blitz jetzt nicht unbedingt. Den hätte ich doch lieber in einen meiner Runen. Aber es ist nie verkehrt, doch einen noch zu haben, weil später den Schaden mit ihm zu machen, ist natürlich perfekt. Okay, jetzt können wir nur hoffen, dass er keine Verteidigung hat. Wir spielen, glaube ich, gegen uns selbst. Okay. Diebesgilden-Rekrut. Und klingt blöd, aber leider müssen wir das so machen. Ansonsten rockt er eine Kreatur von uns nach der anderen genauso weg, wie ich es gerade gemacht habe. Also, scheiß drauf. Okay.
Okay, da können wir den Feuerblitz einsetzen. Das ist schon mal ganz positiv. Ziehen nochmal eine Karte nach und setzen hier den Feuerblitz ein. Und können dann die letzte grausame Feuerblüte ziehen. Und hätten dann schon mal eigentlich ganz gute Möglichkeiten. Mich überlisten die nicht. So, gehen wir rein. Gehen wir da auch rein. Okay, jetzt, was wir jetzt mit ihm passiert, ist mir total egal. Aber wir spielen schon mal den flüchtigen Intriganten. Den wird er jetzt nicht angreifen, damit wäre er absolut blöde, außer er denkt, dass ich noch andere habe, noch andere Nuller-Karten, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da reinzugehen ist natürlich cleverer. Oder er sagt, boah, ich versuch's, ich schaffe mehr Schaden als er und geht ins Gesicht, aber wäre ja wahnsinnig. Ich habe deutlich mehr Karten und ich stehe deutlich über dir. Kennt ihr das Zitat aus Star Wars? Wie Obi-Wan zu Anakin sagte und dann starb. Okay, das sind gute Aussichten auf Erfolg. Mit der Königin Barenzi, ja, die würde ich aber doch lieber in der sechsten Runde spielen, weil wir da einfach einen Tick mehr Verteidigung hätten. Obwohl, wir gehen rein, spielen die Königin Barenzia. Damit hätten wir einen Tick mehr Leben. Er muss sich kümmern. Und wir hätten ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel mit der kreischenden Harpie, ja, ihn so ein bisschen auf Trab zu halten. Wieso denn nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Na klar, ist es cleverer, die ein bisschen später zu spielen, mit ein bisschen mehr Kreaturen, die Abwehr leisten. Aber jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute Offensive und er kann nicht viel machen. Natürlich hat er sie jetzt ausgelöscht. Es gibt Schlimmeres. Okay, wir gehen rein. Wir müssen Schaden machen. Spielen jetzt Brynjolf. Haben durch ihn eigentlich so ähnlich, ne? Ziehen dann eben auch ein bisschen Leben ein. Und so viele Diebeskreaturen haben wir jetzt eigentlich nicht. Und das Praktische ist natürlich, desto mehr Magicka wir haben, desto mehr können wir von den Karten, die wir halt eben jetzt eben haben, auch schon Wenn ich ausspielen. falle, Vor allem so holt eine mich der Eclipse Eclipsenbaronin. sich. Wäre schon sehr gut. So, jetzt wäre ein Feuerblitz toll. Komm schon, Ich Feuerblitz, bin Herz der der Wind Karten. und die Schatten beschützen mich. Nein. Okay, der ist natürlich jetzt blöd. Blöd, blöd. Okay. Wir müssen irgendwelche komischen Sachen machen, was? Wir müssen da wallig mit dem Feuerblitz jetzt rein. Eine andere Methode sehe ich jetzt gerade leider gar nicht. Natürlich auf gut Glück mit der grausamen Feuerblüte könnten wir auch arbeiten. Jetzt aber deutlich nicht so gut. Okay, blieb mir leider nichts anderes möglich. Mein Brynjolf, der ist mir jetzt doch ein bisschen zu wichtig. Und hier auf jeden Fall eine Verteidigung, je nachdem, was er jetzt macht. Wenn er selber die grausame Feuerblüte besitzt, könnte er einen von den beiden töten und irgendeine mächtige Kreatur mit 8 Magicka aufrufen. Und er hat sie natürlich und glücklicherweise trifft er die genau richtige Karte und hat, ja, das. Ja, hat er richtig Glück. Okay, das ist natürlich jetzt Pech für uns. Wir haben jetzt auch leider nichts, was verstummen kann. Leider. Leider, leider, leider. Okay.
Okay. Wir hätten jetzt halt auch leider nicht genug Schaden. Und ein Blitz setze ich auf keinen Fall ein. Ich hoffe, ihr hört das nicht im Hintergrund. Da stirbt gerade meine Waschmaschine. Kannst aufhören damit! Solche komischen Geräusche hat sie noch nie gemacht. Okay, back to the game. Ich bin gerade. Das ist sau nervig jetzt mit ihm. Vor allem, dass er jetzt ein bisschen Leben hat. Das ist richtig nervig. Vor allem, hier die Kreaturen halt eben im Schatten spielen, ne? Das ist schwierig, Leute, das ist schwierig. Ich krieg den halt, falle ich jetzt auch nicht wirklich weg. Feuerblitz. Soll ich da wirklich einen Feuerblitz reinhauen? Ich könnte kotzen, vergiss es. Vergiss es. Dann spiele ich halt meine anderen Kreaturen links, dann ist es halt so. Dann soll er halt mal Sachen machen. Dann los. Soll er Sachen Meine machen? Zeit ist Ich komme einfach von der kostbar. anderen Seite. You fuck! Okay, die stirbt so oder so. Obwohl, grausame Feuerblüte, komm schon. For the win. Ich rieche eure Angst. Ich habe noch angegriffen, habt ihr es gesehen? Ich habe angegriffen. So ein Dreck. So ein Dreck. Okay, jetzt stirbt er aber, wenn er da reingeht. Und er muss da reingehen. Dafür werdet ihr bezahlen. Ja, dann eben nicht, ne? Aber jetzt ist er wenigstens machbar. Ich liebe Jetzt einen hat er halt auf guten der Kampf. Seite eine ganz gute Verteidigung. Und wir haben immer noch deutlich mehr Karten als er. Und sobald wir einen Feuerblitz ziehen, dann naja, sieht das so ganz schlecht für ihn aus. Okay. Lasst mich kurz überlegen. Ich fände es ganz Ich clever, liebe sowas hier einen zu guten tun. Kampf. Ich möchte, bevor wir angreifen, bevor er irgendwie irgendwas machen kann, um ihn aufzuhalten, meine Kreaturen schon mal raushauen. Damit rechnen die nicht. Und schon mal den ganzen Spaß nachziehen. Bam! Wir rufen hier eine Kreatur auf der rechten Seite auf. Damit können wir die halt eben schon mal ausnocken. Und haben noch eine Karte nachgezogen. So. Damit er uns jetzt nicht allzu viel Schaden macht, wäre vielleicht so ein Feuerblitz gar nicht Diese so Straßen blöd. gehören Ich greife mir. aber erstmal an, nicht, dass er irgendwie irgendeine blöde Kreatur noch hat. So, was haben wir denn noch? Lass eine Kreatur verstummen und füge ihr 2 Schaden zu. Das klingt gut. Dabei leben, kein Problem. Dabei leben, lebe. So viel du willst. Wir haben in der nächsten Runde genug Schaden, womit wir auch mit dem Feuerblitz Sachen machen können. Also. Zurzeit sitzt er in der Bredouille. Und insgesamt kann er halt ein bisschen Schaden machen, aber deutlich nicht genug. Er setzt sich halt jetzt noch so ein bisschen zur Wehr. Das ist kein Der Ehrgeiz von Problem, da Tilvanen ist kommen wir natürlich grenzenlos. trotzdem durch. Bei den Feuern des Vergessens. Jetzt hat Teufel er in natürlich eurem keine Tod. andere Wahl, der muss da reingehen. Dafür werdet ihr bezahlen. Okay. Jetzt müssen wir gerade gucken. So, wie viel haben wir denn hier überall? Wir haben 8, 11. Reicht genau. So, gehen wir da erstmal Kämpft mit hier eurem Tod. rein. Dann Diese hier Straßen rein. gehören mir. Dann Seht ihr hier nicht, was ich rein. zu tun habe? Und jetzt machen wir sowas hier. Damit rechnet er nämlich nicht. Ein feiner Kampf. Gut gemacht. Was wollen wir jetzt noch so machen? Wollen wir den Feuerblitz einsetzen? Wollen wir hier Ich sowas halte hier meine noch Welt und machen? die Schatten Also beschützen ihr habt mich. hier reichlich Möglichkeiten, Natürlich tue noch ich ein paar euch Sachen zu Gefallen. machen. Und übelst krass abzugehen. Und zack. Ich empfehle euch das Deck wärmstens weiter, Leute.
Baut's nach, probiert es aus. Viel Spaß beim Spielen. Euer LineTube.